Die Ausbildereignungsverordnung AEVO. Tipps und Hinweise zur Vorbereitung auf die praktische Prüfung. Konzipiert und zusammengestellt von Michael Steffens, Produktion Rolf Hennequin. Was muss ich über den betrieblichen Ausbildungsplan wissen? Der betriebliche Ausbildungsplan wird abgeleitet vom Ausbildungsrahmenplan. Der findet sich in der sogenannten Ausbildungsordnung. Der betriebliche Ausbildungsplan stellt dar, die Inhalte der Ausbildung sachlich und zeitlich gegliedert. Daneben bildet der betriebliche Ausbildungsplan noch weitere Inhalte ab, die im Ausbildungsrahmenplan nicht vorgesehen sind. So zum Beispiel ganz bestimmte fachliche Inhalte, die betriebstypisch sind, wie zum Beispiel eine Fremdsprache. Der betriebliche Ausbildungsplan vermittelt dem Auszubildenden einen Überblick darüber, was ihn an Inhalten wann erwartet. Und welche Rolle spielt der individuelle Ausbildungsplan? Nun, jeder Auszubildende bekommt einen individuellen Ausbildungsplan vor Beginn seiner Ausbildung. Der individuelle Ausbildungsplan kann zum Beispiel dann abweichen vom betrieblichen Ausbildungsplan, wenn mehrere Auszubildende gleichzeitig eingestellt werden und man sie auf unterschiedliche Ausbildungsabschnitte aufteilen muss, weil es nicht sein kann, dass zum Beispiel 5 Auszubildende auf einmal in der Buchhaltung auftauchen. Des Weiteren, und das ist wahrscheinlich ein gewichtigerer Grund, muss der individuelle Ausbildungsplan immer dann erstellt werden, wenn zum Beispiel eine vertragliche Verkürzung der Ausbildung vorgesehen ist. Er muss auch dann erstellt werden oder abgeändert werden, wenn eine vorzeitige Abschlussprüfung angepeilt ist, wenn Ergänzungen zum Ausbildungsgeschehen vorgesehen werden, wie zum Beispiel eine Ausbildung im Ausland, die möglicherweise nicht allen Auszubildenden angeboten wird.